Ja, hallo zusammen, Basti Wolter wieder hier bei einem weiteren Wastels World Vlog. Ich bin hier in Tensfeld mit dem jungen Herrn hier, Davide von Zitzwitz. Am Wochenende stehen nämlich die MX Masters, die vierte Runde des Jahres an. Aber heute ist erst Mittwoch. Und warum ich hier bin und was am Wochenende noch so stattfindet und was ich dazwischen mache, erfahrt ihr alles in diesem Vlog. Viel Spaß dabei. Woo! Noch ein so ein Ding und du bist morgen in der Bolognese, Freundchen. Was richtig scheiße ist, was? Werksboden und frisch geschobene Strecke und keiner da, oder? Das ist eigentlich bei Pitbike WM, kann man schon sagen, in Tensfeld. So, ne? Genau! So, warum bin ich heute hier? Also ich bin heute Morgen zu Hause losgefahren, jetzt irgendwie ein bisschen über 5 Stunden im Auto gesessen, einen Döner gegessen dabei und das ist, war die unwichtige Info. Viel wichtiger ist, in diesem Jahr gibt es bei jedem ADAC MX Masters Rennen den Track Check, powered by 24MX. Und meistens versuche ich den schon ein paar Wochen vor dem Rennen aufzunehmen, also ich bin für die Produktion verantwortlich. Hier in Tensfeld hat es einfach nicht geklappt, bei mir terminlich nicht. Davide hatte seinen Arm auch noch ein bisschen durchgebrochen gehabt, sitzt auch jetzt seit ein paar Tagen wieder auf dem Motorrad oder ein paar Wochen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen es hier, haben ein bisschen mit dem Wetter gepokert. Mittwoch, also heute, filme ich das Video, da schicke ich Davide gleich auf die Onboard-Runde los und dann drehen wir den ganzen Rest. Und ja, morgen darf ich den ganzen Kram dann schneiden und hochladen. So, und dann werdet ihr im Laufe dieses Videos erfahren, wie es dann weitergeht. Aber wichtige Info, Spoiler Alert schon mal, Pitbike-Rennen erstmalig beim ADAC MX Masters. Ich werde auch dabei sein im Team ADAC. Also, freut euch schon mal auf ein cooles Video. Was hast du dazu, David? Es kann nur gut werden. Wir haben die Strecke für uns, noch ist es glatt. Ich darf vielleicht als Einziger auch mal die Anlieger benutzen. Das wird super. Ich knall dem jetzt die GoPro und den Helm und dann schicke ich ihn auf die Onboard-Runde. Und jetzt, ist das ein Video? Ja. Noch ein so ein Ding und du bist morgen in der Bolognese, Freundchen. Scheiße, das ist ja alles auf dem Video jetzt. Ach so, ich habe gar kein Neckpress um. Ah, Basti, sorry, das ist jetzt mit ein bisschen Vorspann hier. Danger Dave hat jetzt seine Onboard-Runden gedreht und jetzt habe ich mich hier mit der großen Kamera bewaffnet. Und jetzt gehen wir an die Strecke und ich filme noch ein paar Sachen von außen. Und ja, ihr seht da jetzt die besten Aufnahmen davon. Ganz schön schnell. So, jetzt hole ich das Ding mal raus. Meine gute Drohne. Ein paar Übersichtsaufnahmen von der Strecke machen und dann auch mal ein bisschen Action mit Davide. Mal gucken, ob die nachher noch so vollständig ist, weil ich bin Meister darin, das Ding auch mal öfter irgendwo gegenzusetzen. Schauen wir mal, drückt mir die Daumen. Geil, die Drohne ist heil geblieben, man glaubt es kaum, ist schon wieder zusammengepackt, 2 Akkus verflogen. Einmal bin ich so ein bisschen gegen die 24MX-Fahne geflogen, als ich rückwärts geflogen bin.
Ich weiß gar nicht, ob die Kamera lief, wenn ja, seht das jetzt auch. Und sie hat sich ja wieder selber gefangen, zum Glück hier alles großflächig. Jetzt haben wir die ganzen Fahraufnahmen gefilmt, jetzt kriegt David noch ein Mikrofon angestöpselt und wir machen die Moderation. Komm, wir kommen aus der Onboard-Runde zurück. Du sagst im Prinzip jetzt, wisst ihr, wo es lang geht. Die besondere Herausforderung an der Strecke ist oder die Strecke macht besonders oder das Schwierige hier in Tensfeld ist. Die Strecke kennt ihr jetzt. Das Besondere ist, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, der Untergrund. Der Sand verändert sich jede Runde ein kleines bisschen. Die Strecke ist sehr schnell, hat fiese kleine Kanten. Somit ist der Fahrer immer gefragt und muss voll konzentriert sein. Das war mal ein bisschen behind the scenes. Tag Nummer 1 erfolgreich erledigt. Danger Dave hat jetzt nochmal hier in meinem mobilen Tonstudio, hier steht noch das Mikrofon, die Onboard-Runde moderiert. Und ja, jetzt heißt es für mich nur noch hier den ganzen Krempel wieder einpacken. Kamerazeugs, Drohnenzeugs, Mikrofonzeugs. Und dann fahren wir zum Karlshof, dort wo der BVZ Motorradhandel ist. Denk mal, heute Abend gehen wir nochmal essen und reden über die guten alten Zeiten. So sieht's aus. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao. Ja, guten Morgen hier aus meinem mobilen Schnittstudio. Gestern war es das mobile Tonaufnahmestudio, jetzt das mobile Schnittstudio. Ich stehe hier beim BVZ Motorradhandel auf Karlshof und habe mich jetzt ins Auto zurückgezogen. Heute Morgen mit Bert und den Jungs gemütlich gefrühstückt, da mal geduscht. Und jetzt sitze ich hier im Auto, schneide das Video, was heute noch online gehen soll für ein ADAC. Und ja, muss mich ein bisschen ranhalten. Ich sag mal, das wird jetzt rund so 2-3 Stunden dauern. Das fertige Ergebnis, ja, blende ich jetzt dann gleich ein oder ist hier oben verlinkt. Mal schauen, wie ich es löse. Und am Nachmittag möchte ich mit den Junioren vom BVZ-Team Motocross fahren gehen. Mal schauen, ob das hinhaut. Regnet leider ein bisschen draußen, aber egal. Wir machen das Beste draus. Zur Not gucke ich den Jungs einfach nur beim Fahren zu, wie die sich dreckig machen. Wir fahren jetzt nach Malente. Mhm. Mit Basti, der nimmt uns freundlicherweise mit. Ja. Sehr cool. Babysitter machen und ein paar Runden selber drehen, wenn es nicht zu schmutzig ist, oder? Ja, das wird es nicht sein. Bergsboden. Bergsboden. Ja. Trackcheck lädt gerade hoch in dieses Internet und ich freue mich schon aufs Fahren. Nochmal schnell kontrollieren, ob alles drin ist. Passt ganz schön viel rein in so einen Sprinter. Also. Danke BVZ, dass wir den großen Sprinter nutzen dürfen. Das ist ja blöd. Jetzt ist hier die Schranke zu. Mal gucken, was wir jetzt machen. Oh, der Chef ruft an. Der soll schon mal was klären. Flexi, Florian, wisst ihr, was richtig scheiße ist? Was? Werksboden und frisch geschobene Strecke und keiner da, oder? Ja, das ist ungünstig. Aber ich habe gute Nachrichten. Bert hat telefoniert und er hat gesagt, um 16 Uhr kommt jemand, der macht dann auf. Dann können wir einmal langlaufen. Ist ja nur noch 50 Minuten. Das heißt, genau, können Sonderprüfungen, Training machen, Strecke ablaufen und dann erste Runde auf Zeit fahren, oder? Ja, so sieht's aus. Na nee, egal, dafür, dass eigentlich heute, also heute ist, muss man dazu sagen, kein offizieller Gästetrainingstag und deswegen ist einfach noch nicht offen. Egal, dann warten wir jetzt ein bisschen und dann wird geheizt. Juhu! Hier in Malente gibt es übrigens nur eine Sache, die man beachten muss. Steht hier oben. Kleiner Scherz, die sind natürlich ganz freundlich hier. Schon ein bisschen glitschig und wir haben ein großes weiteres Problem entdeckt. Nicht eine große Pfütze mitten auf der Strecke. Aber wir haben jetzt hier Schilder und Holzflöcke entdeckt. Mal gucken, ob ich da hinkomme, ohne mich komplett einzusauen. Und dann mal gucken, ob wir das Wasser vielleicht von der Strecke kriegen. Nee, ihr müsst jetzt hier da erstmal graben, dass Wasser da abfließt. Wie viele Minuten Zeit geben wir den Jungs dafür? Mal gucken. Wie viel haben wir denn? 50? Naja, das läuft von alleine. Wir müssen es zum Alleinelaufen bringen, sonst wird es sowieso nicht. Wie lange haben wir gebraucht? 3 Minuten? Wenn die Zuschauer mal wissen wollen, wie sie Wasser von der Strecke kriegen und keine Schaufeln parat haben, irgendwo einen Flock suchen oder einen Stock. Ja. Und einfach im Boden kloppen, dann funktioniert das schon. Das ist quasi der Pflock-Vlog hier. Bei Nick Turi gibt es aber nur Pflocks. Der kann halt gar nicht anders aussprechen. Also steckt noch ein bisschen Motocrosser in euch drin, ja? Pfützen von der Strecke runterfahren. Ja, bei Enduro würde es einfach durchgehen. Ja.
Okay. Und beim Freestyle wird man das Motorrad einfach eingeladen lassen. Jetzt fahren wir on location, wird ausgeladen, umgezogen und ab auf die Strecke. Ich bin excited, wie Trissi sagen würde. So, ich bin umgezogen. Die Jugend, da ist nichts los. Nee, wir noch. Hauptsache Oberkörper zeigen, ne? Und der andere, mal gucken. Ja, aber ich muss auch früher anfangen als die Jungs, weil ich auch früher müde bin. Deswegen, je früher ich anfange, desto länger kann ich am Stück fahren. Versteht ihr die Logik? Also, ab geht's. Wir haben uns jetzt alle eingefahren, mal auf die Strecke. Streckenbedingungen sind ganz gut, hier und da ein bisschen rutschig, aber lässt sich gut fahren. Und ja, Jungs, was ist jetzt der Plan? Fahren, 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 trocken fahren. Ich fahre jetzt erstmal einen kleinen 25+2 Moto und dann nochmal ein Päuschen tanken, weil die 125 verbraucht ganz schön viel, war Florian? Das stimmt tatsächlich. Also ich habe gerade schon beim Warmfahren gemerkt, Flexi und ich sind vom Tempo gar nicht so weit auseinander. Sind auch beide schon einmal geradeaus in den Graben gerutscht nach dem Double. Und ich glaube, ich hänge mich einfach mal ran bei dem Moto. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. 25+2 habe ich meine Zweifel, aber ich muss ja fit werden für das Bruderduell. Also Pille, coming for you. Also ich schneide jetzt mal die GoPro und den Helm und dann geht's ab. So, wir starten versetzt. Mehr als 20 Minuten hat es bei mir nicht gereicht. Ja, Flexi dreht gerade noch so eine Runde unten. Aber war okay. Flexi war auch ein bisschen schneller als ich. Einmal habe ich gelegen. Zweimal von der Strecke abgekommen. Einmal wieder geradeaus in den Graben und einmal beinahe auf so einen ja, ziemlich großen Stein drauf. Dann habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber ich bin ja noch in der Aufbauphase fürs Bruderduell. Aber hat Spaß gemacht, vor allem mal mit jemandem zu fahren. Der ähnliches Tempo fährt, da ist doch ein bisschen mehr Zug hinter, als wenn man für sich alleine seine Runden dreht. Und ich stelle immer wieder fest, sobald ich denke, oh, jetzt muss ich schneller sein als der, vergesse ich komplett meine Fahrtechnik und fahre nur noch einen Scheiß zusammen. Da muss man nicht zu zwingen. Fahrtechnik achten, sauber fahren, ne? Hit your marks. Habe ich ja nicht besonders viele getroffen. Daran muss ich arbeiten, ganz wichtig. Und was sagt er? Die Strecke wird immer besser. Wenn jetzt noch die Sonne drauf scheint, wird's perfekt. Ich wollte eigentlich wissen, was er zu mir sagt, wie ich ihn unter Druck gesetzt habe. War nicht übel. Aber es kam immer mehr Überrundete dazwischen, also ein paar langsamere. Dann hat es sich wieder ein bisschen auseinandergezogen, aber war cool. Wenn man mehrere Leute hat, macht sowieso immer mehr Spaß. Kann man immer ein bisschen gucken, wo die sind. Pusht viel mehr, als wenn man alleine fährt. Das war nicht eigentlich nur meine Aufgabe, egal ob er schneller ist oder nicht. Pushen. Ihm zeigen, wie es nicht geht, damit er es besser machen kann und so, ja, das habe ich alles gut gemacht. So, Flexi ist schon wieder in seinem nächsten Motor drin. Ich warte jetzt auf den Florian. Der ist vorhin 10 Minuten später losgefahren. So habe ich nicht 10 Minuten länger Pause als Flexi. Dann versuche ich den nochmal unter Druck zu setzen. Kamera lasse ich jetzt aber aus. Das Debakel wollt ihr euch ja nicht ansehen. Also Debakel von mir. Und ja, geiler Tag gewesen. Erst schön gearbeitet, jetzt eigentlich gut gefahren. Wetter wird auch immer besser. Und morgen geht's weiter. Tschüss, bis morgen. Einen wunderschönen Freitagmorgen. Gefrühstückt haben wir und jetzt heißt es hier alles wieder ausladen, Motorräder waschen, Krone richten sozusagen. Und ich habe gerade bei Bert aus dem Laden schon das hier geholt.
neue Minibike-Reifen und ein Kettenkit habe ich mir auch noch bestellt. Das habe ich hierher schicken lassen. Reifen von Gibson gesponsert bekommen. Vielen Dank dafür, Gibson Tiretech. Weil ja in Tensfeld beim ADAC MX Master Samstagabend ein Minibike-Rennen stattfindet. Drei Fahrer auf einem Motorrad sind immer ein Team. Alle dürfen mitmachen, außer die in die Serie eingeschriebenen Fahrer. Und ich bin da im Team ADAC. Wir sind die gelben Bengel unterwegs und mit meinem Minibike. Das heißt, da muss jetzt natürlich noch ein ordentlicher Sandreifen drauf. Der Kettenkit, den wollte ich eigentlich seit einem Jahr schon wechseln. Jetzt hatte ich einen guten Grund, das tatsächlich zu machen. Und ja, das steht heute an. Ein bisschen Bike-Prep. Alter, ist nicht schwer. Ich hätte die allein getragen. Der erste Dreck ist runter und jetzt natürlich das gute Motorex Bike Wash. Ist wichtig, weil es löst echt den Dreck nochmal an und dann wird das Bike aber noch sauberer und an Ecken, wo man nicht rankommt, dann hilft es manchmal. Das arbeitet, das lasse ich immer so 4-5 Minuten einwirken, mit dem Schwamm nacharbeiten und dann abspülen. Motorrad blitzeblank. Und wenn ich schon mal dabei bin und Zeit zum Schrauben habe, Getriebeölwechsel, also abgelassen habe ich jetzt schon. Jetzt wird nur noch mal frisch aufgefüllt. Und auch hier das gute Motorex natürlich. Wichtigste Tuning beim Minibike. Ein gewaschener Luftfilter habe ich schon erledigt. Muss noch ein bisschen auslüften, da wurde eingehüllt. Und jetzt geht's weiter zur großen Vorbereitung. Da steht das Ding. Und hier ist die große Teilekiste. Die habt ihr ja schon gesehen mit den Reifen. Aber hier haben wir noch eine Racing-Bämme pro Circuit. Schaut euch das mal an. Schöne Sandschaufel von Gibson und ein nagelneuer Kettenkit. Es ist vollbracht. Das Bike ist fertig. So, jetzt ist schon, keine Ahnung, kurz vor 16 Uhr. Ein bisschen später als gedacht. Ich lade jetzt schnell ein und dann geht's nach Tensfeld. Wir sehen uns da. Fahrerlager-Setup steht in Tensfeld. Ist ein bisschen voller geworden hier. Am Mittwoch beim Track-Check-Dreh war es noch nicht ganz so voll. Irgendwie muss hier was stattfinden. Was ich an so einem ADAC MX Masters Wochenende zu tun habe, das könnt ihr im Wastels World Vlog über den Saisonauftakt in Dreht gucken. Der ist jetzt hier oder hier verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es hier losgeht auf der Strecke und vor allem mit dem großen ADAC MX Masters Pitbike Rennen. Das wird lustig. Also, bis morgen. Tschüss. So, Samstagabend, Tensfeld. Die Jungs sind heute schon ein Rennen gefahren. Und jetzt übergebe ich einfach die Kamera an Timmy und Tommy und denn ich fahre im ADAC Team jetzt das Minibike-Rennen. Ich bin schon komplett aufgeregt. Ja, Leute, jetzt heute mit uns hier. Erstmal müssen wir uns aber stärken. Am Kreppstand bei Frosty. Was gibt's heute? Apfelmus, Zimtzucker. Oh, sieht gut aus. Wir werden noch mal letzte Tipps gegeben hier. Ja, ja. Also, ja. Startnummer von Valentino Rossi. Die gelben Bengel. Okay, ja. Hört sich gut an. Ja. Ich hoffe. So, die Offiziellen hier beobachten alles. Also. Starrer Blick. Nein, ihr könnt das schon nicht mittragen. Diese Veranstaltung. Ja. Ist nicht genehmigt. Okay. Bitte. Also, Kamera aus. Kamera aus. Okay, gut. Cut. Also wir sind hier beim ersten Pitbike, also eigentlich bei Pitbike WM, kann man schon sagen, in Tensfeld. Schon, ja. Ganz klar. Basti hat das Ding auf 4 gestellt in der Quali, also ja, ganz stark gefahren, wo keiner gefahren ist. Aber warte mal, ich krieg gerade eine Info rein. Auf jeden Fall erste Kurve innen fahren. Ja. Ich glaube, ich werde Armband bekommen vom Motorrad vom Ständer runterheben. Ja. Absolut. Ja. Aber da hinten ist eine Freestyle-Rampe. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Oh ja, da. Also es gibt Pluspunkte für einen Backflip, Basti. Joker, geh mal aus meiner Spur raus hier. Ja? Freestyler, machen was für die Show. Ja, Startplatz 4 für Basti. Gute Ausgangsposition. Sehen wir, was rauskommt dabei. Also jetzt geht's gleich los, heiße Phase. Ich überlege noch, ob ich Hochstart oder Tiefstart für den Mountstart. Mal schauen. Oh, jetzt gibt's Ärger hier. Oh, 5 Liegestütze.
Da ist die Wechselzone. Zeigst du das mal? Da ist der erste. Ist der erste Applaus auf jeden Fall mal wert. Genau. So, Tommy macht letzte Ansagen, aber alles egal, oder? Man hört natürlich zu, wie immer. Ja, genau, wie immer, wie in der Schule, gell? Und gleich dann, wie war das? So, Basti, jetzt nochmal letztes Statement, komm, so, wie du im Mond. Ich stehe jetzt an der Startlinie, Le Mans Start bis dahin, ich kann mein Motorrad gar nicht mehr erkennen. Ja, ich auch nicht, ja, aber ist egal. Grob weißt du, wo es hingeht. Aber Startfahrer darf 4,5 Runden fahren, ja. Alle 4 Runden wird gewechselt. Konditionell bist du gut aufgestellt? Voll. Voll, okay. Der Conny hat mich gut eingestellt. Okay. Jetzt will ich meine Abläufe ja, vorstellen. Ja, ist okay. Routinen müssen eingehalten werden. Also. 5 Sekunden, achtet auf das Signal. Was sagst du dazu? Ja. Die Karre läuft irgendwie nicht. Also, gute Nachrichten. Die Karre scheint bei Peter zu laufen. Irgendwas muss mit dem Reserve falsch gewesen sein. Egal, that's racing. Gewinnen die anderen, mal verliert man. So ist das halt im Racing. Ja, Mai, was soll ich da jetzt sagen? Wenn man es versucht, extra gut zu machen, funktioniert es meistens nicht. Wisst ihr überhaupt, wer gewonnen hat jetzt? Nein, weiß ich nicht. Also scheißegal. Also, wir haben wenigstens einen Preis gewonnen, ja? Den Best Move, weil wir es geschafft haben, so langsam zu fahren und trotzdem nicht die Balance zu verlieren. Ach, okay, gut, na, dann hört sich das doch ganz gut an. Guten Morgen, Sonntagmorgen, die Sonnenbrille hat hier nichts zu bedeuten, hat gar nichts mit gestern Abend zu tun, auch wenn ich den Eindruck habe, dass mir hier Alkohol untergejubelt wurde, aber mit Steffen genauso. Zweiter Tag an der CMX Masters in Tänzfeld, mal gucken, ich muss jetzt die Kochis wieder für einen Weber-Vlog-Film und ja, ich nehme heute mal die GoPro ein bisschen mit. Also, viel Spaß. Leute, ich habe eine neue Aufgabe bekommen. Ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt die Red Bull Holschott-Linie ziehen. Aber ich glaube, sie ist gerade geworden, oder? Chefin hat es auch abgesegnet hier. Oder? Ist die beste Linie des Lebens. Warte mal, wir müssen in die Flucht schauen hier. Meisterschaft. Ja, ausbaufähig, Basti, aber heute lassen wir es mal gelten. Ja. Also wie gesagt, fürs erste Mal muss ich mir auf die Schulter klopfen. Toll gemacht. Ohne Vorbereitungszeit.
Jetzt steht auch der dritte Lauf des ADAC Junior Cup 125 an. Also die sind vorhin schon Rennen gefahren. Die Videos könnt ihr euch sowieso auf dem Motocross Livestreams Kanal angucken, im Real Life oder auch die Einzelrennen. Auch die Highlight-Videos sind da zu finden. Ich verlinke mal irgendwas hier oben oder den Kanal. Und ja, der filmt wieder. Steffen, kennt er ja. Schneidet sonst auch meine Videos manchmal. Und hier auch im Auftrag vom ADAC unterwegs. So, jetzt aber mal Konzentration. Startkurve nehme ich euch mit. Meine Holschuhlinie. Da hinten irgendwo. Nein! Meine Linie ist weg! Ja, großes Abräumen hier. Letzter ADAC MX Masters Lauf ist Geschichte. Und ja, ich muss jetzt hier nochmal Statement für den Weber-Vlog aufnehmen mit Tim und Tom. Dann die Pressemitteilung schreiben für den ADAC. Und dann mache ich mich auch auf nach Hause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier mein Norddeutschland-Trip rund um das ADAC MX Masters in Tenzfeld. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!